Hallo und hier bei einer neuen Folge von Let's Play Star Trek Online. Hallo. Hallo, das Mädchen ist auch wieder da. Was? Wo? Wo ist ein Mädchen? Wo ist Mädchen? Was? Ja, wo? Wo? Nein, ja. Wie man sieht, habe ich ein neues Schiffchen. Und du? Wie man sieht, habe ich auch ein neues Schiffchen. Ja, und nein. Nachdem du mir am Hintern schnüffelst. Ich stehe. Ja, komm, sind wir hier bei McDrive? Mach mal Platz. Ja, nix Platz machen. Ich will auch bestellen. Nee. Auch bestellen. Ich habe ja schon mal ein paar der Vorgängerfolgen erzählt, dass die ja die Galaxy- und Shvetnot-Kreuzer überarbeiten. Und was haben wir? Heute ist Freitag, sprich gestern wurde es gepatcht und habe mir gedacht, ich hole mir das Schiff, also besser gesagt, ich hatte das Schiff ja schon. Ich habe es mir jetzt halt bei dem Charakter mal ausgestattet, damit wir das jetzt mal in ein, zwei Folgen mal schön mittesten können, so während dem Let's Play. Für jeden, den es vielleicht interessiert, vor allem für die, die es vielleicht noch nicht haben, das Schiff gibt es ja jetzt momentan in einem Galaxy Bundle auch zu kaufen, allen drum und dran. Mhm. So könnt ihr mal sehen, was das Schiff kann, was das Schiff hat und vielleicht holt ihr euch es euch, wenn ihr wollt. Jo. So. Aber du fliegst immer noch dein bekanntes Schiff? Ja, auch noch mit der bekannten Ausstattung. Ich habe zwar mal ein bisschen mit Beams getestet, aber so richtig zufrieden war ich dann doch noch nicht. Das muss ich noch ein bisschen später hinausziehen. Also die Kameraführung ist ein Grauen, wenn das Schiff in der Werft ist. Dann fliegt man doch gleich mal raus. Ja. Manöverdüsenachtern. Fliegst du rückwärts erstmal raus? Ne, ich flieg vorwärts raus. Ach, ein Glück. Kannst du endlich auch mal rein? Nee, aber ich will keine Kratzer am Schiff haben. So, ne, ich habe erstmal die Manöverdüsen gestartet und flieg raus. Ja, solange da heute noch was passiert. Fehlt eigentlich noch die Musik aus den Filmen. Wenn das Schiff startet. Gerade so aus dem ersten Kinofilm, als die umgebaute Enterprise aus der Werft raus startet. Jetzt. Aber irgendwie sieht das hier ein bisschen seltsam aus. Achso, ich fliege rückwärts. So ein bisschen glitschig von. Also. Das sind die Schatten, die da komisch aussehen. Was, wie, hä? Ich weiß nicht, ob man das bei dir auch sieht, aber irgendwie sind die Schatten komisch ja, aus. Ja, so wellig, ne? Ja. Ja, das ist. Irgendwie wellig. Irgendwie wellig. Vielleicht mal ganz kurz zu dem Schiff allgemein. Ich zeige mal kurz mein Menü und bei dir wird man es ja sehr hören. Ja, das reicht auch. Waffentechnisch habe ich mir die Waffen aus meiner aus meiner Odyssey rausgeholt, weil ich wollte mir dafür sind die nicht extra was Neues kaufen. Dann habe ich konsolentechnisch die Tarnvorrichtung drin. Na, ich sollte vielleicht auch mal aktivieren. Die ist bei den Dreadnought eh standardmäßig dabei. So, weg bin ich. Dann habe ich. Also wenn ich jetzt an dich ranfliege, kann ich nichts dafür. Oh. Dann habe ich den Antimaterie-Kondensator drin. Das ist diese Konsole hier. Universal. Naja, Konsole Universal Verbreiter von Antimaterie. 5 Kilometer Reichweite, minus 4850 Wahrnehmung für 12 Sekunden und plus 1 Verwirrung für 12 Sekunden. Hat grob gesagt den Effekt, fliegst du in eine Masse von Gegnern rein, aktivierst das Ding, dann sind die Gegner so verwirrt, dass die nicht mehr auf dich schießen, sondern sich gegenseitig beschießen. Also da brauche ich nicht diese Konsole, das bin ich auch so. Ja, aber das ist so grob erklärt, was diese Konsole kann. Dann was neu ist bei diesem Schiff, dazu braucht man aber auch die Galaxy-Klasse, die sich trennen kann, weil das ist bei diesem Schiff nicht standardmäßig dabei. Aber wenn man die Konsole dann hier reinbaut, dann kann sich das Schiff auch trennen. Ui. Jo. Kleines. Das funktioniert jetzt sogar. Kleines Highlight an dem Ding. Wenn man normal fliegt im zusammengebauten Zustand, jeder kennt bestimmt die letzte Next Generation Folge, aus dem das Schiff hier eigentlich ist. Folge gestern, heute Morgen heißt die Folge, glaube ich. Da hat diese umgebaute Enterprise ja so eine Phaser-Lanze, so einen ziemlich starken Phaser, der im Prinzip so ein einzelner Strahl, also so ein überdimensionierter Phaser, sage ich jetzt mal. Oh, meine Untertassensektion fliegt gerade durch die Werft. Jetzt hängt sie fest. Und das hat dieses Schiff natürlich auch. Allerdings, wenn das Schiff sich getrennt hat, hat die Untertassensektion eine kleine Version von dieser Phaser-Lanze und meine Antriebssektion hat einen Streustrahl, ein bisschen vergleichbar mit der Waffe von der Scimitar, nur kleiner. Also grob gesagt, es macht zwar am Schiff selber wenig Schaden, aber ich habe es mit einem Damage-Zähler mal gemessen. Also wenn man jetzt wirklich in eine Masse von Gegnern reinschießt, also so eine Gruppe, macht das schon mal ordentlich Schaden. Also Respekt. Okay, also nichts für Einzelziele, sondern schon. Also für wenn du wirklich eine Gruppe hast, dann machst du mal mit einem Schlag mal schnell so um die 20.000 Schaden oder so. Das merkst du dann schon.
Machen wir wieder interessante zusammen. Technik. Und was natürlich auch, was das Schiff auch meiner Meinung nach definitiv verdient hat, dass es ein kleines Trägerschiff geworden ist. Es hat jetzt einen Hangar, aus dem man dann sozusagen vier Schiffe rausschicken kann. Ich habe momentan Delta Flyers eingebaut. Wobei ich das fast eigentlich ein bisschen überladen finde. Also Phaserlanse, Streulanse, Teilung und Hangar. Ja gut, das ist ja ein Dreadnought, also eine Wuchtbrumme, nehmen wir es jetzt mal. Das kann ja ruhig mal ein bisschen überladen sein. Das heißt aber nicht, dass das Schiff auch übermäßig stark ist, ne? Also in deren Sicht, ich sag mal so, es hat zwar viele Funktionen, aber übermäßig stark oder übermäßig massiv oder sowas ist es nicht. Aber das wird man ja in den Kämpfen, die wir jetzt machen werden, sehen. Ist nur die Frage, was kämpft man? Mission oder? Haben wir denn Mission? Gehe nach Hatton. Das wäre die aktuelle Mission. Also ich suche die ganze Zeit hier bei mir die Dorfmission durch, was ich noch finde. Problem ist nur, dass diese Mission eine Ground-Mission ist, soweit ich weiß. Müssen wir durch. Ah, ich wollte doch das Schiff zeigen. Ja, dann wird das wohl auf die nächste Folge erst. Oder willst du noch mal schnell ein Ach paar? ne, wir fliegen das Schiff jetzt einfach mal ein paar Folgen lang und dann sehen wir's. Genau. Genau, müsst ihr halt ein paar Folgen schauen. Tut mir leid, müsst ihr halt mehr als eine Folge von uns schauen. Ja, ihr Arm. So, wir müssen, Ja. glaube ich, nach Bajo, ne? Oh, da ist noch jemand in der Werft drinne. Noch ein Dreadnought-Kreuzer, guck hin. Von der Sternallianz. Von der Schistesung. Das ist Victorious. die das Schistesung. Die Wurmgondeln sehen ein bisschen komisch aus, Ja, ne? das ist die andere Version. Also sieht nur anders aus, aber ausstattungstechnisch die gleiche. Das ist die überarbeitete. Ja, ich versuch's gerade ins Bild zu kriegen. Die überarbeitete Galaxy-Version. Hätte ich auch, aber mir gefällt diese Optik besser. Obwohl mir bei dem Schiff die Gondeln besser gefallen. Die kannst du dann auch nicht auswählen im. Könnte ich schon, aber die passen irgendwie nicht zu der klassischen Galaxy. Deswegen habe ich es weggelassen. So, Jo. transwoben wir 18.000. So, wie heißt die Mission nochmal? Von Bajor heißt die Mission, ne? Ja, von Bajor. Gut, dann transwarpen wir mal. Und ab. Action. Oh. Das war, glaube ich, knapp. Vorbei. Ja. Ach so, ich muss ja noch hier. Weißt du zufällig, in welcher Folge ich bin? Nö, ne? 81. Nee, bin schon Die weiter. 90. Wir kommen sicher. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, ganz sicher. Weil es bei mir der 41 wäre. Genau, dann tue ich ja mal ganz kurz die Leute in Triple LP Chat begrüßen. Der Chat, den ihr euch alle einrichten könnt und mit uns mitschreiben könnt, während wir aufnehmen, nennt sich Triple LP. So, So. wir sind jetzt hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind, deckt Nicht das von Bayer, sondern unter Bayer. Bajoranisches System betreten. Aber warte mal, habe ich die Mission als Hauptmission? Von Bajor, Hauptmission machen. So, machen wir mal Hauptmission. So. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. So. Da könntest du recht haben. Gleich mal. Doch, ist Hauptmission mittlerweile. Gehe zu Hatton. Hatton. Wahrscheinlich im Unterbeam oder was? Auf zum Atom, Atom. Ich habe mir übrigens ein bisschen was gedacht. Ich kann denken, wer hätte es gedacht? Oh mein Gott. Und zwar, wir sind ja hier von Dribble LP. Und Willkommen im in Sch Hatun. Genau, lesen wir mal vor. Willkommen in Hatun, Admiral. Commander Misi Achebe bat mich, Sie bei Ihrer Ankunft zu informieren. Sie wartet auf Sie in Ihrem Büro in der Sternflottenbasis. Ich werde die Koordinaten zur Karte hinzufügen. So, dann erstatten wir Bericht. Jo, was ich erzählen wollte ist, hier in STO gibt es ja die Möglichkeit, Dribbles zu züchten. Und deswegen habe ich mir gedacht, Wie kannst du eigentlich um die Kurve gehen mit langsam laufen? mit der Maus. Ich kann. Ach so, weil ich kann nämlich nur in eine Richtung. Ja, Hä? ich kann ja mit beiden Ah, Mausbuttons, wenn du so. da kannst, ja da die Richtung kontrollieren. Ne, mit einer Mausbutton. Weil erstaunlicherweise, ich kann nur in eine Richtung mich drehen mit der Tastatur. Ja gut, Komisch. mir gehen langsam die Finger aus. So. Ja, aber ich kann alle beide Richtungen. Erstmal, wo Bei müssen mir wir geht denn irgendwie nur hin? eine. Okay, laufen wir mal kurz, wenn ich langsam mich kurz ein wenig erzählen kann. Wir sind ja auf jeden Fall auf Bajor, für die Leute, die es gerade nicht wissen.
Was ich erzählen wollte, in dem Spiel kann man ja Dribbel züchten. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist einer von euch dabei, der Dribbel züchten kann, der das auch macht. In der Videobeschreibung unter diesem Video seht ihr nicht nur unsere Charakternamen, sondern auch unser Accountnamen. Da habe ich mir gedacht, schickt uns doch einfach mal einen für uns gezüchteten Dribbel in-game per Mail an uns beide oder an mich oder nur an Don oder so. Und ich bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Würde mich auf jeden Fall freuen, was ihr da so zusammenzüchtet. Ich befürchte höchstens, dass das Postfach dann mit den Dribbles überläuft. Na, ich bin mal gespannt, was kommt. Aber die Dribbles, wenn man, ich habe ja selber noch keine gezüchtet, außer aus Versehen. Aber jetzt irgendwie zum Schluss irgendwie so umbenennen oder so kann man die nicht, ne? Nee, ich habe es schon mal versucht, allerdings hat sich's für Credits-mäßig nicht wirklich gelohnt, weil die Zutaten waren teurer wie die Dribbles, die rausgekommen sind. Also, oder halt die Effekte, das. Ja, wir würden So, natürlich. du, warte mal. Wir laufen ein bisschen blöd, ich weiß. Nee, du bist ja am Miliz vorbeigelaufen. Mit dem kannst du doch reden. Ja, hier gibt es eine ganze Menge, mit denen du reden kannst. Ich will aber zu unserem Missionsziel. Ach so. Dann laufen wir Deswegen, weiter. hier gibt es eine ganze Menge, mit denen du reden kannst. Wenn wir jetzt hier alle durchreden, haben wir zwei, drei Folgen rum. Bla bla. Mir ist schon schlimm genug, dass wir selber reden. Ja, vor allem, dass du deine Monologe wiederhältst. Jo, dein Aufruf ist. Danke, ich wollte gerade sagen, du kannst da wieder laufen. Ja. Geht's ja wieder nicht schnell genug, hä? Ja, hier geht ja nichts vorwärts. Vor allem ist ja fast kein Ton gerade da bei mir. Ja, bei mir auch nicht. Aber Deswegen das nicht ist halt so. So. typisch Don, den ganzen Tag auf ihn warten und wenn er dann da ist, geht's nicht schnell genug. Hey, ich muss lernen. Post zugreifen, ne? Hier müssen wir nicht, wir müssen hier Da müssen rein. wir rein. Da muss man Da hin. ist ein I über den Kopf oder ein Ausrufezeichen. Mit Misi Commander Achebe. Messi Achebe sprechen. Time is short. Wie ist die Lage hier? Wir kommen auf Bajor. Dies wird uns als Operationsbasis dienen, während wir DS9 zurückerobern. Ich erwarte hier, dass sie ihr Bestes geben. Jeder muss in Topform für den Gegenangriff auf DS9 sein. Doch zuvor müssen wir sicherstellen, dass die Basis voll betriebsfähig ist. Wir sind hier auf Bajor Gäste, obwohl uns die Bewohner nicht als solche betrachten. Ich dachte, dass der Beitritt Bajors zur Föderation ein Schritt in die richtige Richtung sei, aber die Bajoraner in dieser Stadt scheinen zu glauben, dass das die zweite Ankunft der kardassianischen Besatzung sei. Naja, uns mit Föderation mit Cardassia zu vergleichen, das ist schon wenig. Vor allem mich mit dem Kalasanern zu vergleichen. Legen Sie Ihr bestes Verhalten an den Tag und geben Sie alles, die Wogen wieder zu glätten. Ein Bürgeraufstand wäre ein Dilemma, das ich nicht gebrauchen kann. Ich habe später noch etwas für Sie. Melden Sie sich bei Lieutenant Chirella K., um bis dahin Befehle zu erhalten. Also. Ah, ich häng fest. Wollen auf die Karte schauen? Aha, Haben die das irgendwie optisch So. überarbeitet? Ich habe das irgendwie nicht so schön hier unten in Erinnerung. Vor allem mit den Bäumen und den Türmen im Hintergrund. Warte mal. Auch Doch. mit dem Mond da oben. Also, ich hätte gesagt, wo ich das letzte Mal die gespielt habe, was doch schon ein bisschen her ist, war das schon so, aber ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Da ich die am Laptop gespielt habe, hä? Ja, Und da waren gut. die auf, und da war die Einstellung geringer. Wisst ihr, kann man sogar Schiffe kaufen und Schiffe anfordern, alles okay. Dann müssen wir hier nochmal rein. Wir müssen. Wo ist denn die andere Person, mit der wir hier reden sollen? Das ist doch die hier. Wieso ist es immer noch ein Kreis drumrum? Melden Sie sich bei Lieutenant Chirella K. So, legen Sie Ihr bestes Verhalten an den Tag und geben Sie alles in die Wogen los, glatten hier auf Genau, fortsetzen. aber laut Map sind wir richtig. Jetzt. Jetzt habe ich ein Gerücht gehört. Jetzt geht's auch weiter. Bei mir noch nicht, warte mal, oder? Ne, bei mir ist. Warte mal, bei mir ist Jetzt. immer noch der hier. Muss man bis zum Ende durchklicken. Ich glaube, du bist tatsächlich weggelaufen. Ne, bei mir ist immer noch. Bei ihr, der auf der Der Map. Mond bewegt sich. Krass. Der geht unter. Also ich glaube, das ist schon eher neu, oder? Doch, der geht unter. Hast du, wo ist denn bei dir auf der Map die Zielmarkierung, die Missionsmarkierung? Wo müssen wir hin? Bei mir ist die immer noch bei dem Admiral Messi. Nee, bei mir ist er bei Jirel Kaff. Ja, bei mir bei Admiral Messi. Ich muss doch hier irgendwie. Obwohl, Na, hast du ich den. komme mal mit, weil in meiner Missionsbeschreibung steht, melden Sie sich bei Chirella klar. Genau, komm mit. Wo bist du? Da hinten. Kurze So. Frage, lässt du deine Uhr laufen? Ja. Gut, weil meine steht.
Wir sind bei 15. Gut. Schön, Sie zu sehen. Wir können hier jede Hilfe gebrauchen. Der Angriff auf DS9 hat hier alles ins Chaos gestürzt. Wir errichten eine Basis, um die Kämpfe zu koordinieren und die Station zurückzuholen. Aber alles geht langsam voran. Dieser Teil der Stadt ist älter und besitzt nicht die Infrastruktur, die wir benötigen. Zum Glück haben wir talentierte Offiziere wie Sie. Die wissen, wie man ein paar technische Wunder auf die Beine stellt. Haha, zum Glück. Brauchen wir noch was? Wir haben aggressive Assimilation. Und Technik. Notwendige Reparaturen ist optionale wieder. Ich nenne mal es Technik. Ja. Technik, notwendige Reparaturen. Wir haben die Basis ja schneller hochziehen können, als ich gedacht hätte. Dazu mussten wir aber alle Materialien benutzen, derer wir habhaft werden konnten. Die Sternflotte schickt Versorgungsschiffe. Das wird allerdings seine Zeit dauern. Bis dahin müssen wir sehen, wie wir über die Runden kommen. Viele dieser Ausrüstungsteile sind alt und nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Außerdem gibt es viele Fehlfunktionen. Was ich wirklich gebrauchen könnte, ist ein Techniker, der mit einem Hyperschlüssel umgehen kann, um Reparaturen vorzunehmen. Fühlen Sie sich dieser Aufgabe gewachsen? Hey, logisch. Und dann noch aggressive Assimilation. Es gab einiges an Gewalt von Seiten der Bevölkerung und leider haben wir einige unserer klingonischen Gäste sich davon provozieren lassen. Wir wollen keinen Ärger, aber ich möchte auch nicht, dass sie die Miliz hineinziehen. Wir sollten das unter uns lösen. Könnten Sie vielleicht einige der Obermotivierten da draußen beruhigen? Jetzt ist gerade meine Frage. Unsere klingonischen Gäste, woher kommen die? Die sind ja nicht mit uns da hier, um die DS9 zu befreien, oder? Doch, ich habe meine Klingonen mitgebracht. Ich meine, es sind die Klingonen, die ja draußen rumrennen. Haben die sich jetzt, nur mal rein geschichtstechnisch, sich jetzt sozusagen für die Rettung von DS9 kurzfristig nochmal verbündet, genauso wie sie es gegen die Borg machen, oder sind die jetzt einfach nur so hier? Hast du letzte Runde nicht sogar... Nee, wir warten das gleich. Das ist wieder ein paar Tage her, wo wir gespielt haben. Stimmt doch, da ging es ja um eine Borg, nicht ums Dominion. Mhm. Nur das Dominion ist ja dann aufgekreuzt, auf einmal. Stimmt, die waren ja mit in den auf DS9 bei der Konferenz. Genau. Stimmt. Und damit werden wahrscheinlich die Zeitlinien zusammengeführt. Ah, okay. So. Also quasi, ich nenne es mal temporäre Allianz. Temporale Allianz. Temporäre. So. Temporäre. Helfen Sie beim Aufbau. Dann helfen wir mal beim Aufbau. Komm, ich laber hier ein bisschen mit Schlauch. Mit Kadett Samua sprechen. Genau, ich gehe mal da. Empfangene Nachrichtenübertragung. Unentschieden. Ah. So, wir haben ein Signal der kardassianischen Schiffe vor uns abgefangen. Es geht etwas Merkwürdiges vor sich, Captain. Wir haben in der Übertragung ein verbogenes Notsignal aus dem Subraum entdeckt. Ich weiß zwar nicht, von welchem Schiff es stammt, aber eines davon ist sicherlich in Not. Welches? Ich muss da mal was machen. Beide Captains sind Teil der kardassianischen zivilen Verteidigungsstreitmacht, aber allem Anschein nach gibt es große Spannungen, die wahrscheinlich in einem Konflikt enden werden. Soll ich Kontakt mit den Schiffen herstellen? Ja, Diplomatiepunkte, na, nehmen wir es doch mit. Ich bin mal unterwegs und reparier schon. Ja, ich dachte, das wäre ja auch so eins, aber das war's nicht. Nee, das sind diese weißen Kreise auf der Map. Bist du hier in dem Kreis? Nee, eins habe ich schon repariert. Jetzt bin ich gerade unterwegs und versuche die nächsten Dinger zu reparieren. Muss ich da mit dir nochmal hier reden? Wir werden zurückholen. Ach hier, da ist was. Reparieren Sie die Konsole. Holodeck-Techniker sprechen. Wie kann ich Ihnen helfen? Meine Aufgabe ist es, das Holodeck am Laufen zu halten. Ist ja auch absolut notwendig hier für die Befreiung von DS9. Die technische Seite ist einfach, aber dann habe ich begonnen, mit Commander Archebe Szenarios für Kampftraining zu programmieren. Sie ist sehr anspruchsvoll, aber ich arbeite gerne... Was? Ich arbeite gerne für eine Offizierin, die weiß, was sie will. Wenn diese Programme auch für eine andere Person dabei helfen, für den Kampf gegen die Jem'Hadar und die Rückeroberung von DS9 besser vorbereitet zu werden, ist es all die Mühe wert. Je besser wir vorbereitet sind, umso mehr Leben können wir erhalten. Ja, und? Was gibst du mir jetzt hier für eine Aufgabe? Nix. So, wie viel Zeug ist denn hier kaputt in dem einen Raum alleine? Temperatur. Das hänge ich an der Wand fest oder was? Was ist mit dir hier? Ist hier auch noch was kaputt? Firewall-Techniker. Hallo Admiral, was tun Sie? Hä? Das habe ich doch schon mal gebaut. Ich leg das jetzt mal so durch. Okay, das haben wir repariert. Irgendwas habe ich gerade repariert. Genau, ich habe auch was gemacht. Kann ich dir ja auch nochmal sprechen?
Ne, die hier kann ich nicht sprechen. Oh, da ist noch viel. Was mit dir hier? Wie komme ich denn da zum einfachsten hin? Da lang. Hier habe ich Chirella Caves. Muss man den hier auch irgendwie sprechen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich muss die auch nochmal alle reparieren, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das gezählt wird, weil bei mir wird auch noch nichts gezählt. Obwohl ich jetzt schon zwei Sachen Hast du repariert habe. sie? Ja, tja, den Text hatten wir schon Reparieren wir einfach mal repariert. so lange, bis wir hier die Reparaturoptionale fertig haben. Ja, wo ist denn hier? So, das habe ich Guck, repariert. was? Wo ist denn hier was kaputt? Okay, das haben wir Da ist repariert. noch einer, mit dem ich reden kann. Was tun Sie? Hallo. Ausmacht die Schattenflottensysteme mit denen der Bajoraner kompatibel zu machen. Keine leichte Aufgabe. Wir haben die Computernetzwerke auf dem Planeten seit dem Beitritt von Bajor zur Föderation langsam aktualisiert. Aber mit dem Krieg wurde das zu einem weniger wichtigen Projekt. Die Arbeiten in den ländlichen Gebieten wie Hartohn sind noch nicht abgeschlossen. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Arbeit so schnell wie möglich schaffen. Ja, schön für dich. Ich häng. Ach, die Riesenstühle hier überall. Streit beenden. Oh Gott. Pa, ich gehe da, wohin ich will, trinke, was ich will und sage, was mir beliebt. Dieses Sündehol ist mächtig ungeeignet für einen Tag. Sagen Sie, was? Ungeeignet für einen Tag? Müssen Sie sich selber als Tag bezeichnen, die Klingonen? Okay. Sagen Sie diesen Patak zu. Sagen Sie dies. Ah! Fenster weg. Ich war's nicht. Ihr Kommando hat mir befohlen, einzuschreiten und das zu beenden. Sie müssen den Jem'Hadar weiter bekämpfen, nicht die Bajorana. Patak zu mir, einen Trink für einen Krieger zu beschaffen. Vielleicht lebt er noch morgen. Es gibt. Ah. Mit dem Chefingenieur sprechen? Was ist hier los? Mein Team musste praktisch über Nacht eine vollständig funktionierende Sternenbasis errichten, ohne entsprechende Lieferabsprachen oder industrielle Replikatoren. Wir haben zwar unser Bestes gegeben, aber der Großteil der Ausrüstung wurde von Raumschiffen abgezogen oder aus irgendeinem Lager ausgegraben, das mit den Sachen vollgestopft ist, die schon seit dem Ende des Dominienkrieges hier. Des Dominienkrieges keiner mehr gesehen hat, ja. Es ist schon ein Wunder, dass überhaupt etwas funktioniert, aber Commander Achivisch akzeptiert das nicht. Sie will alles perfekt haben. Ich brauche jeden Technikoffizier, der auch nur einen Hyperspanner benutzen kann, um die Basis in Schwung zu bringen. Ich wäre Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie mir bei diesen Reparaturen helfen könnten. Was machen Sie denn die ganze Zeit? So Schiffsbeschädigungen reparieren. Eine Streitgruppe habe ich schon schlichten können. Gehe ich gerade mal zur nächsten. Ja, ich baue hier gerade noch die Reparatur. Da war eine Ich Konsole. bin zwar ein Klingon, lass mich. Sie beschmutzen die Ehre des Reiches mit ihrem Tag. Hier noch was? Ne, das sind bloß Kisten. Also irgendwas muss ja noch zu reparieren sein, weil ich habe noch diesen komischen Kreis außenrum. Aber ich finde nichts mehr. Ja, das habe ich Oh, auch. warte. Hier! Jetzt waren sich wieder einige beschweren, dass es bei mir zu hektisch sieht. So, ich glaube, die nächste Region streittechnisch beendet. Und du? Glaube ich auch besser, wenn wir uns hier ein bisschen trennen und jeder irgendwas anders macht. Ja, ich. Ja, Wegen. komisch, jetzt habe ich das Holodeck repariert, das muss ich nochmal hier reparieren. Weil das Ding ist. Die machen das Zeug zu schnell kaputt. Nämlich nicht klein Hier. da hier. So, was haben wir hier? Streit beenden. Zumindest sind die Streits beenden relativ einfach. Muss man das irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge reparieren? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Achso, das machst du. Oh, was geht denn Oh, die jetzt ab? Technik haben wir geschafft. Ne. Ne, doch. Aggressive Assimilation abgeben und die Technik haben wir fertig. Ja, das kommt jetzt gerade auf einmal, wa? Ja, jetzt müssen wir. Treffen wir uns wieder auf der Map bei dem Ziel. Ne, du bist schon dort. Ich laufe hin. Ja, ich habe hier gerade repariert. Also Also. grundsätzlich, für jeden, der es jetzt nicht mitbekommen hat, weil ich auch nichts vorgelesen habe, Guck mal, es wird Tag. hier stehen ja überall. Stimmt. Tageszeiten. Nice. Hier stehen ja überall Klingonen rum, die ein bisschen Krieg anzetteln. Im Prinzip muss man nur hingehen und auf denen ihre Ehre appellieren. Sprich, es gibt mehr Ehre, wenn wir die Jem'Hadar töten, anstatt die Bajoraner oder sowas in der Richtung. Und es sind immer eigentlich fast die gleichen Texte, wodurch es nicht wirklich schwierig ist, diese Streits zu schlichten. Aber ein bisschen komisch ist in die Mission jetzt schon. Weil?
Naja, mit. Wir reparieren uns hier einen Wolf und dann auf einmal. Hopp, 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 wird das Zeug fertig. Ja, weil ich auch zeitgleich hier den letzten Streit geschlichtet habe. Ja, aber trotzdem. So, ich brauche nicht mehr lange. Ja, wo bist denn du? Ja. Da bin ich. Dann trinke ich zwischen mal einen kleinen Schluck. War das hier bei der, wo wir abgeben müssen? Ich muss gerade mal was gucken. Ah, Gegenstand auf der Börse verkauft. Dankeschön, Matt. Matty Wood. Habe ich ihn verkauft. Eine Dual-Phaser-Kanone MK10. Wunderbar. Ich freue mich über jegliche Unterstützung von Freiwilligen, dulde aber niemanden, der nur noch mehr Probleme verursacht, als wir sowieso schon mit den Einheimischen haben. Ich bin froh, dass Sie hier waren, um das zu regeln. Ja. Denkende Captains, lernende Soldaten. Boah. Wie viele Missionen gibt es denn hier unten? Ja, ich weiß schon, das ist ein Haufen Zeug, was du jetzt erstmal machen musst. Akzeptieren. Ich lese mal kurz denkende Captains vor. Warte mal, das machen wir in der nächsten Folge. Oh ja, stimmt, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.